Dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Wir sind zurück, wir sind wieder daheim. Da ist ja schon unser Haus. Wie schön. Ja. Also, jeder trägt etwas. Okay. Komm, Schätzchen. Hast du alles? Ja. Sind Sie so lieb und bringen die Koffer rein? Ja, Sir. Ich bringe sie gleich hinein. Bist du durstig? Ja. Ich auch. Ladies? Ach, hören Sie, lassen Sie einfach alles hier stehen und holen Sie das restliche Gepäck. Keine Ursache. Ich danke Ihnen vielmals. Lori? Wir sind zurück! Lori? Laura? Laura? Liebe Nancy und Marty, meine Mutter ist nicht gesund und möchte, dass ich ab jetzt bei ihr lebe. Danke für alles, was ihr für mich getan habt. Bitte schickt mir mein letztes Gehalt an die folgende Adresse. Ein Kuss an Ariel. Lori. Ich weiß es schon. Arme Liebling. Ach. Wir werden es schon schaffen. Es ist nichts Besonderes. Probier das mal. Danke. Hallo? Hallo, Barbara. Ich bin's, Nancy. Oh, ihr seid zurück. Wir dachten, ihr kommt erst heute Abend. Es ist Nancy. Sie sollen rüberkommen. Es sind alle da. Danke, Barbara. Aber wir haben ein Problem. Lori hat uns verlassen. Oh, ich glaube, sie war einsam, so ganz ohne Freunde in ihrem Alter. Sehr hart. Hör mal, ich muss morgen nach New York, um meine Designentwürfe zu präsentieren. Kann Ariel nach dem Kindergarten zu euch nach Hause kommen? Ich bin am späten Nachmittag zurück, dann hole ich sie wieder ab. Sicher. Danke. Jederzeit. Bis dann. Bye. Marty und Nancy sind zurück. Oh, schön. Kalt. Was ist das? Das bin ich. Das sind die Aufnahmen aus Florida. Nicht übel, hm? Ich bleib noch hier. Ja. Du bleibst lieber bei Großmama und Großpapa. Ja. Winke in die Kamera. Hallo, Daddy. Ich hab dich lieb. Jetzt kommt der Elefant. 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 Wie immer. Das waren doch herrliche Ferien, nicht wahr? Ja. Was machst du denn da? Ich filme mich nur selbst im Spiegel und dich. Marty! Was ist denn? Oh, warum habe ich dir nur dieses Ding geschenkt? Soll das ein Scherz sein? Mich im Schlaf zu filmen. Was sagst du da? Meine wunderschöne Frau schläft und träumt. Sieh nur, wie schön du bist. Ach. Du solltest immer schwanger sein. Vielen Dank. Hallo, Baby. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Muster ich zeigen soll. Mhm. Habe ich dich geweckt? Nein. Was meinst du? Liebling, mir gefällt alles, was du machst. Du bist keine Hilfe. Gefällt dir das? Oder das hier? Ach, plötzlich sehen sie alle schrecklich aus. Ich weiß. Du solltest damit aufhören und einfach alle Pinsel verbrennen. Es ist furchtbar. Also gut, du musst dir vorstellen, das Design wäre auf einer Bluse. Ist es nicht zu unruhig, zu viel? Es gefällt dir nicht. Ich stelle es mir vor. Auf einer Bluse, richtig? Ja. Mhm. Ist wunderschön. Ach, ehrlich. Hallo, Mami. Hey, eine Familienkonferenz. Was ist das? Das ist das Muster für einen Blusenstoff.
Gefällt's dir? Ja. Siehst du? Ich danke euch beiden. Ich beteilige euch an meinem Gewinn. Und jetzt ab ins Bett, okay? Komm schon, Herzchen. Ich habe Durst. Ja, ja. Na los. Miss Sherman, ich fahre heute nach New York. Deshalb geht Ariel nach der Schule zu Mindy. Okay, ist in Ordnung. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen, Mami. Tut mir leid, dich zu stören, aber ich wollte dir nur sagen, dass das Wetter bei uns hier draußen plötzlich umgeschlagen ist. Wirklich? Ach, hier ist nichts davon zu spüren. Es schüttet wie aus Eimern. Ich danke dir. Ich werde nicht mehr lange brauchen. Läuft es gut? Ja, sehr. Ich erzähl's dir später. Ich bin noch im Geschäft, hab nur noch einen Kunden, aber um 6 bin ich zu Hause. Da bin ich längst daheim. Ich besorge den Kaviar. Großartig. Danke für den Anruf. Ich war vorsichtig. Okay. Danke. Bye, Schatz. Bis nachher. Nancy Klein hatte einen schweren Autounfall. Bitte kommen Sie in die Notaufnahme. Und bitte fahren Sie vorsichtig. Hallo? Barbara? Marty? Nancy hatte einen Autounfall. Wir sind im Krankenhaus. Carpenter Memorial. Oh, Marty. Ja, ihr Auto schlitterte direkt auf die Gegenfahrbahn. Und ich habe weder Sie noch den Doktor gesehen. Ich weiß nur, dass es sich um eine Kopfverletzung handelt. Sag kein Wort zu Ariel. Ariel geht es gut. Sie hat schon so oft bei uns übernachtet, dass sie nichts vermuten wird. Danke. Ist Stan da? Er ist unterwegs. So, so nennt man das jetzt also. Hallo? Fred, hier ist Marty. Marty! Hi, Fred. Nancy liegt im Krankenhaus. Sie hatte einen Autounfall. Fred! Hen! Nancy ist im Krankenhaus. Was? Marty, was ist passiert? Stan, ich bin froh, dass du gekommen bist. Aber ich bitte dich. Hast du sie gesehen? Mm-hmm. Haben sie dir was gesagt? Eine Kopfverletzung. Das kann viel bedeuten. Eine Gehirnerschütterung. Ariel schläft fest. Danke. Mr. Klein,
Mein Name ist Sears. Ich bin Chef der Neurochirurgie. Das ist Stan Rice, mein bester Freund. Dr. Stan Rice. Angenehm. Würden Sie bitte mit mir kommen, Mr. Klein? Dr. Bateman, bitte 835. Dr. Bateman, bitte. Bitte setzen Sie sich. Ihre Frau hatte einen sehr schlimmen Autounfall. Sie prallte mit einem anderen Auto zusammen, und zwar an der Beifahrerseite. Ihr Wagen wurde zusammengequetscht. Die rechte Seite ihres Kopfes wurde dabei schwer verletzt. Der Kopf wurde auf dem Hals verdreht. Es gibt andere Stellen am Kopf, die einen heftigen Schlag aushalten und relativ geringen Schaden nehmen. Aber am Hirnstamm, an der Basis des Gehirns, laufen alle Nervenstränge zusammen und führen direkt in die Wirbelsäule. Er kontrolliert alle lebenswichtigen Funktionen. Das Bewusstsein, die Atmung, den Herzschlag. Sie liegt im tiefen Koma. Das heißt, sie ist in keiner Weise ansprechbar. Wird sie überleben? Wir müssen die nächsten Tage abwarten. Wie ist der? Zunächst einmal versuchen wir alles, um sie am Leben zu erhalten. Offen gesagt, wir wissen so wenig über das Gehirn. Sie könnte plötzlich aufwachen oder auch ebenso plötzlich sterben. Falls sie aufwacht, können wir nur abwarten und beobachten. Es gibt keine Operation, es gibt keine Behandlung. Sie muss es von ganz allein schaffen. Sie wissen, dass sie schwanger ist? Ja. Aber wir behandeln zunächst Nancy als den vorrangigen Patienten, der zufällig schwanger ist. Wir konzentrieren uns ganz auf ihr Überleben. Sie können Ihre Frau jetzt sehen, bevor wir sie auf die Intensivstation bringen. Hallo, Marty. Danke fürs Kommen, Arnie. Marty. Deine Schwester ist schwer verletzt. Ich habe schon deine Eltern angerufen. Ja, sie kommen morgen mit dem Flugzeug. Gut. Ach, ich habe Janet vergessen. Sie weiß Bescheid. Sie kommt morgen mit uns. Danke. Danke, Vivian. Kommst du mit? Nicht ohne persönliche Einladung. Ich gehe jetzt, um sie zu sehen. Stan wird euch alles erklären. Okay? Okay. Dr. Spiller. Sie beten Dr. sie Spiller, an. Bitte, ist es okay? Jeder liebt Nancy. Dr. Spiller, bitte. Nein, ich möchte lieber nach Hause. Ich gebe dir ein paar Schlaftabletten. Oh, Marty. Lieb von dir, dass du dich um Aria gekümmert hast. Sie schläft. Bleib doch auch hier. Nein, ich möchte lieber nach Hause. Ich glaube, Aria sollte besser hier bleiben. Ich setze sie morgen früh mit Mindy in den Schulbus. Das wäre gut. Ich habe meine Mutter angerufen. Sie kommt morgen aus Brooklyn. Hallo, Daddy. Hallo. Hallo, Prinzesschen. Wo ist Mami? Mami hatte einen Autounfall. Ein anderes Auto ist ihr reingefahren. Sie ist im Krankenhaus. Und sie schläft. Schläft das Baby jetzt auch? Ja.
Hallo? Marty. Oh, hallo, Mom. Es tut mir leid, dass ich nicht zurückgerufen habe. Stan kam und dann der Doktor und... Jetzt sag schon. Es sieht nicht gut aus, Mom. Wird sie überleben? Das können Sie nicht sagen. Oh mein Gott. Soll ich heute Nacht zu dir kommen? Nein, nein. Morgen früh, das reicht. Außerdem ist Ariel bei Barbara. Aber du bist doch ganz allein. Mir geht's gut, Mom. Ich schlafe sowieso nicht. Falls du mit jemandem sprechen möchtest, ich bin hier. Danke. Ich sehe dich morgen, okay? Ja. Bye. Das ist ein Respirator. Sie kann nicht selbst atmen? Im Moment braucht sie noch Beatmungshilfe. Und dies ist ein Hirndruckmonitor, falls der Druck in ihrem Kopf zunehmen sollte. Und das ist ein Herzmonitor. Wenn wir Zeit haben, massieren wir ihre Hände für die Blutzirkulation. Aber auch, damit sie nicht steif werden. Nicht steif werden? Ja, sie neigen zur Verkrampfung. Sie sind wahr? Ja, natürlich. Auf welcher Station liegt sie denn? Schwester Ellen, bitte mit einem Rollstuhl in den Aufenthaltsraum. Schwester Ellen, bitte mit einem Rollstuhl in den Aufenthaltsraum. Bis jetzt noch keine Veränderung. Hallo, Janet. Hallo, Martin. Erschreckt nicht, sie ist an vielen Geräten angeschlossen. Oh, Martin! Nein, 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 nein. Bleib bitte sitzen. Dann morgen. Okay. Sag mal, bevor sie nach Hause kommt, was hast du Ariel erzählt? Sie weiß, dass ihre Mami einen Unfall hatte und dass sie im Krankenhaus liegt und dass sie schläft. Und was sagen wir ihr, wenn sie anfängt, Fragen zu stellen? Fred, ich denke, wir sollten... Lass gut sein. Wir sollten einig sein. Wie willst du ihr denn das Wort Koma erklären? Ich kenne niemanden im Koma. Ich kenne auch keinen, der jemanden, der im Koma liegt, kennt. Weiß Ariel, dass Nancy schwanger ist? Ja. Ich sage euch, das ist grotesk. Fred, bitte. Ich finde es grotesk, wie Nancy so da liegt und mit einem Kind schwanger ist. Ich verstehe nichts von Medizin, aber ich sage euch, mein Verstand sagt mir, dass sie jetzt alle Kraft für sich selbst brauchen wird. Eins nach dem anderen. Für den Moment, für Ariel, für uns alle. Wir wissen doch noch gar nicht genau, was auf uns zukommt. Zumindest ich nicht. Aber es wird sich finden. Und alles braucht seine Zeit. Wir sind zurück und müde. Dagegen kann ich wenigstens was unternehmen. Davon verstehe ich was. Ah. Sieh nur, wer da ist. Hallo, Herzchen, meine Süße, mein Schätzchen. Sieh nur, wer da ist. Barbara. Oh, sieh doch. Schau. Schau, wer da ist. Mein Mädchen. Ah, ja. Oh, sieh,
Mutter gemacht. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Wie geht's dir, Harry? Ariel! Oh, tut mir leid. Letzten Monat war es noch Harry. Bevor sie noch ganz aufdreht, lass uns zu Bett gehen, okay, Herzchen? Komm her, Baby. Die Bilder, die du für Mami gemalt hast, sind so wunderschön. Also sag allen gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Engel. Ja. Bis morgen früh. Okay, bis dann. Du weißt, jeder hilft dir gern, wo er nur kann. Das weiß ich. Okay. Du bist die Beste. Eine gute Nacht euch allen. Gute Nacht. Gute Nacht, Elefant. Träumt was Schönes. Das werden wir. Ich frage mich, woher sie dieses Bett haben. Sie mag es. Sie muss ja auch nicht darin schlafen. Vielleicht sollten wir uns Kleidung nachschicken lassen. Warte. Wir brauchen das Auto. Warte. Was soll das heißen? Warte. Es gibt so vieles, an das man denken muss. Ich kann an nichts denken. Vielleicht, wenn ich überlege, wie ich das Auto hierher bekomme. Wird sie überleben? Falls sie überlebt, vielleicht... Denk an das Heute. Denk nicht, was in einem Jahr sein kann. Wie viel kann Marty aushalten? Es wird alles gut, Prinzessin. Vorsichtig. Vorsicht. Dr. Reichmann, bitte ans Telefon. Ja, so geht es. Die Patientin reagiert weder auf verbale noch physische Befehle und das seit genau 12 Tagen. Der Ehemann glaubt, dass sie vor 48 Stunden seine Hand bewusst gedrückt haben könnte. Schwachere Reflexe eher auf der rechten als auf der linken Seite. Sie spricht auf mich zu. Ich befürchte, ich muss mich der Prognose von Dr. Sears anschließen. Ihre Chancen, sich vollständig zu erholen, liegen vermutlich nur bei 5%. Aber eine genaue Aussage über den endgültigen Grad ihrer Behinderung erfahren wir frühestens in 3 Monaten. Was ist mit ihrer Schwangerschaft? Oh, die Schwangerschaft wird sie nicht gefährden.
Eigentlich ist sie ein idealer Inkubator. Dr. Bettermann, bitte auf Zimmer 2014. Nun, die Prognose ist vorsichtig, aber ich bin der Ansicht, es besteht eine berechtigte Annahme auf eine funktionelle Erholung. Ich würde sagen, die Chancen liegen bei 35-50%. Das sind gute Nachrichten. Was ist mit Ihrer Schwangerschaft? Doktor, ich weiß nicht. Ich halte es für falsch, dass sie so kämpfen muss. Sie braucht alle Kraft. Es könnte in Ihrem Interesse sein, die Schwangerschaft zu beenden. Und ich möchte bemerken, dass der Zustand des Kindes fraglich ist, käme es zur Geburt. Danke. Danke. Zuerst, Mr. Klein, möchte ich Ihnen sagen, dass wir volles Verständnis für Ihre Situation haben. Es ist grausam. Ich versichere Ihnen, es gibt niemanden im Krankenhaus, der nicht mit Ihnen fühlt. Auf ausdrücklichen Wunsch von Dr. Kay habe ich die verschiedenen Berichte gesammelt und außerdem mein hochqualifiziertes Ärzteteam gebeten, hierzu seine Meinung zu äußern. Nun, Marty, das Wachstum des Fötus schreitet gut voran. Zumindest in Bezug auf seine Größe. Es ist noch zu früh, in diesem Stadium der Schwangerschaft weitere Tests zu machen, die genauere Auskunft über den Gesundheitszustand geben könnten, auf den sich Dr. Simopheles bezieht. Wir hier vertreten allgemein die Ansicht, dass die Schwangerschaft keinen sofortigen Notfall bedeutet. Dr. Simopheles sagte, dass es in Ihrem Interesse sein könnte, die Schwangerschaft zu beenden. Tatsächlich? Ich lasse keine Notiz darüber. Es sei denn, ich übersah sie. Seine Handschrift ist fast so schlecht wie meine. Er sagte es mir und Nancys Eltern. Er sagte, es könnte. Er drückte sich nicht genauer aus. Er hat sicher alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Wie ich bereits erwähnte, hier wird die Ansicht vertreten, die Schwangerschaft bedeutet keinen sofortigen Notfall. Nehmen wir an, dass zu diesem Zeitpunkt ein sofortiger Notfall besteht. Wenn ein Arzt fühlt, dass dem Leben der Mutter unmittelbare Gefahr droht, wird er oder sie, das verspreche ich Ihnen, die Schwangerschaft unverzüglich beenden, ohne Wenn und Aber. Und wenn es kein Notfall ist, aber es in Ihrem Interesse sein könnte, eine bessere Heilungschance zu erhalten, früher aus dem Koma zu erwachen, ich meine... Dann müssten Sie aufs Gericht sich als Ihr gesetzlicher Vormund bestellen lassen und gesetzliche Vollmacht erhalten. Gesetzlich kann eine Frau, die weniger als 24 Wochen schwanger ist, einen Abbruch erbitten, egal aus welchen Gründen. Aber Mrs. Klein kann die Bitte nicht stellen. Verliert sie ihre verfassungsmäßigen Rechte, wenn sie im Koma liegt? Das kann ich nicht beantworten. Als Nancys Geburtshelferin sagte ich Mr. Klein, dass ich mit all seinen Entscheidungen konform gehe. Was ihm nicht besonders hilft, denn ich praktiziere keine Abtreibungen im zweiten Drittel und ich bezweifle, ob meine Aussage vor Gericht viel Gewicht hätte. Führen Sie solche Eingriffe durch? Ja, bis zur 18. Woche. Besteht eine Gefahr? Jeder operative Eingriff ist gefährlich. Mir scheint aber, je länger wir im zweiten Drittel sind, umso größer wird die Gefahr. Mr. Klein, ich verstehe Ihre Frustration. Sie möchten etwas für Ihre Frau tun, aber die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, ist abwarten. Sie wollen also warten, bis ein Notfall eintritt und dann hoffen, dass Sie etwas tun können? Mit großer Berechtigung. Wir haben erfahrenes Personal. Erfahren in der Schwangerschaft einer komatösen Frau? Nein, ich zweifle, dass es da Ärzte gibt. Ich bin sehr dankbar für die Pflege, die Nancy erhalten hat. Aber mir scheint, obwohl das niemals ausgesprochen wurde, dass keiner hier an Nancys Heilung glaubt. Ich möchte, dass Sie wissen, ich werde alles Menschenmögliche unternehmen, damit Nancy eine Chance hat. Ich möchte, dass das jeder weiß. Meine Sorge gilt meiner Frau und dem Kind, das wir bereits haben. Ich möchte, dass Nancy sich erholt und wieder die Mutter unseres Kindes sein kann. Ich verstehe. Ich war bei Nancy, als sie unsere Tochter zur Welt brachte. Und ich sehe sie jetzt mit den Schläuchen, die da rein und da wieder rausgehen. Und ich kann nicht glauben, dass sie überlebt, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ich war bei drei meiner Klassenkameraden, die jetzt im Prozessrecht arbeiten, und alle wollten den Fall gern übernehmen, da er einen Meilenstein setzen würde. Doch alle sagten nein. Jeder sagte, dass es dich letztendlich bis zu $40.000 kosten wird. Und du, ohne beeindruckende medizinische Gutachten, verlieren wirst. Und in diesem Distrikt sowieso. Das verstehe ich nicht. Ich erkläre es dir, dieser Distrikt ist für Recht auf Leben.
Der Staatsanwalt ist gegen Abtreibung und viele der Richter ebenso. Ich bitte um Ihre verfassungsmäßigen Rechte, um ein Bundesgesetz. Welche Rolle spielt es, in welchem Bezirk ich lebe? Bundesrecht wird angewandt von Provinzstaatsanwälten und Richtern mit provinziellen Vorurteilen. Was soll ich dazu sagen? In Florida haben wir Freunde, die haben eine Tochter. Sie ist Ärztin, eine Gynäkologin. Eine Gynäkologin? Eine Gynäkologin ist doch egal. Auf jeden Fall ist sie Ärztin. Eine Frauenärztin. Sie erzählte, sie habe bei einer Frau 4 Abtreibungen vorgenommen. 4-mal und keiner hat Fragen gestellt. Sie sagte der Frau, sie sei naiv, aber sie müsse nicht vor Gericht. Nancy ist eine Frau. Sie ist unsere Tochter. Du hast für alles unterschreiben müssen, was sie ihr gegeben haben. Also, wer sonst sollte ihr Vormund sein, hä? Wer sonst? Es geht hier um ihr Leben. Daddy? Ja? Ich kann mich nicht mehr an meine Stimme erinnern. Oh. Okay. Ariel, beeil dich, der Schulbus ist da. Bummle nicht herum. Nein. Ariel, es ist schon lange Schlafenszeit. Was machst du denn hier noch? Nein. Hallo, wir sind gerade nicht zu Hause, aber wenn Sie nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen wollen, rufen wir sofort zurück. Danke. Daddy, ich möchte Mami sehen. Das ist noch nicht gleich, aber bestimmt bald. Versprochen? Ich verspreche es. Fran ist für ein paar Tage nach Brooklyn zurück. Ich glaube, sie war froh, dass sie weg konnte. Sicherlich würden Fred und Anne auch gern für eine Weile fort, wissen aber nicht, wie sie es sagen sollen. Wenn ich es sage, denken sie sicher, ich will sie nicht länger haben. June. Ja? June, haben Sie das gehört? Ja, das ist öfter passiert, wenn ich sie massiert habe. Holen Sie bitte einen Arzt. Das habe ich schon. Sie messen der Sache keine Bedeutung bei. Das habe ich nie zuvor gehört. Tut mir leid für Sie. Das kommt häufig vor. Nancy? Ich bin's, Marty. Nancy, ich bin hier. Du hast es einmal geschafft. Du schaffst es wieder. Nun mach schon. Nancy? Nancy. So lange nichts von euch gehört, da dachten wir rufen mal an. Steve ist gerade im Krankenhaus, um Zwillinge zu entbinden. Meine Patienten sind glücklicherweise versorgt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ruft doch mal an. Bye. Hallo? Bruce, hier ist Marty. Oh, das ging aber wirklich schnell. Ist es schon zu spät? Aber nein. Steve ist immer noch im Krankenhaus. Ich hatte Glück, ich konnte 8 Uhr gehen. Wie geht es euch denn so? Du wirst es nicht glauben. Vor 2 Wochen fuhr Nancy aus New York zurück und hatte einen Autounfall. Sie liegt im Krankenhaus, im Koma. Ich glaube, es wäre besser, wenn das Kind abgetrieben wird. Die Ärzte meinen... Marty, vielleicht kann ich helfen. Gar keine Frage. Die Schwangerschaft muss abgebrochen werden. Aber RJ, willst du sie nicht erstmal untersuchen? Was gibt's da zu untersuchen? Sie liegt im traumatischen Koma und ist schwanger. Marty sagt, dass keiner in Nancys Krankenhaus mit dir übereinstimmt. Ich kenne sie. Keiner kennt sie besser. Es ist nicht immer eine Frage medizinischen Könnens. Es ist auch eine Frage von Vorurteilen.
Persönliche Vorurteile, Vorurteile der Administration und. Nun, vielleicht sollte ich nicht Vorurteil sagen, sondern Auslegung. Wie glaubst du, stehen unsere Chancen, dass das Bioethik-Komitee sie uns hierher bringen lässt? Was genau ist ein Bioethik-Komitee? Das ist ein Komitee bestehend aus Ärzten, Anwälten, Geistlichen, Bürgerrechtlern, Krankenschwestern und so weiter. Sie treffen sich, um bestimmte ethische Situationen zu besprechen und beraten danach die Krankenhausverwaltung. Und Sie entscheiden, ob das Krankenhaus Nancy aufnimmt oder nicht? Sie empfehlen. Es ist eine außergewöhnliche Situation, Marty. Drück uns die Daumen. Die drücke ich schon die ganze Zeit, denn wir werden heute Ariel mit zu Nancy nehmen. Sie wollte es unbedingt. Das finde ich gut. Ich habe Angst. Ich habe keine Ahnung, wie sie reagieren wird. Carpenter Memorial Hospital, guten Tag. Ich komme dann morgen in der Besuchszeit wieder. Danke. Carpenter Memorial Hospital. Okay, Herzchen. Du weißt, dass Mami nicht sprechen kann. Ja. Okay. Du weißt, dass sie schläft. Ja. Gut. Ist das Ariel? Ja. Das ist eine von Mamis Krankenschwestern. Sie passt gut auf Mami auf. Du bist aber ein hübsches kleines Mädchen. Danke. Keine Ursache. Bis später. Dr. Dawson, bitte auf Station 3. Dr. Dawson, bitte. Hallo, Mami. Darf ich Mami einen Kuss geben? Aber natürlich. Wir wollen sie nur nicht wecken, okay? Ich male Mami ein Bild. Eine tolle Idee. So. Deshalb haben wir hier deine Buntstifte und ein Bilderbuch. Hier ist es. Oh, wir haben alle deine Lieblingsfarben. Mami, was du für sie gebastelt hast. Hm? Oh. Ja. Ist das nicht wunderschön? Schau, Mami. Ja, wunderbar. Sag mal, möchtest du bleiben oder möchtest du mit mir kommen und wir gehen zusammen schwimmen? Bleiben. Okay. Ich hab dich lieb, Mami. Und jetzt das M. Fein. Ist das hübsch. Bei vielen Entscheidungen bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob sie diesen Schwangerschaftsabbruch überleben wird oder ob sie stirbt. Ob sie nur dahin vegetiert oder sich erholt. Aber ich weiß, dass sie eine weit größere Chance hätte, zu überleben, wenn sie nicht schwanger rein ist. Rein gedankenmäßig und emotional stehe ich ganz zu dem, was wir hier besprechen. Aber was machen wir, wenn Gerüchte kursieren? Welche Gerüchte? Oh, eine Schwester auf Mrs. Kleins Abteilung sieht, dass sie verlegt wird. Wohin? Warum? Gerüchte verbreiten sich schnell im Krankenhaus. Es könnte zu Demonstrationen vor ihrer Tür kommen. Aber hier finden doch täglich Abtreibungen statt. Ja, aber wenn wir sie hierher verlegen, wird sie ein berühmter Fall. Dann legen sich die Extremisten richtig ins Zeug. Trotzdem, es ist doch das einzig Richtige, oder? Sie hat vermutlich recht. Also, ich weiß nicht. Es scheint sich hier um kein medizinisches Problem zu handeln, trotz RJs Wortgewandtheit. Die Frau hat das verfassungsmäßige Recht, ihre Schwangerschaft jederzeit vor der 24. Woche abzubrechen. Habe ich nicht recht? Aber sie ist nicht in der Lage, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Ich glaube nicht, dass ihr Krankenhaus die Befugnis überschreitet, wenn sie für sie einen Gerichtsbeschluss verlangen. Ah. Oh, Marty. Hi. Hallo. Hat Ruth dich erreicht? Nein. Sie haben uns abgewiesen. Verdammt. Sie konnte mir nicht viel sagen. Es ist alles vertraulich. Aber vielleicht erfährst du mehr. Mardi, lange noch vor all diesen Diskussionen hier habe ich zu jemandem Kontakt aufgenommen. Kennst du eine Frau namens Rita Thompson? Nein. Nun, sie ist wirklich sehr bekannt. Als Fred und ich noch hier wohnten, war sie ständig in den Schlagzeilen. Sie ist eine sehr berühmte, progressive Person, weißt du? Richtig aktiv in allen Frauenbewegungen. Also, ich wundere mich, dass du noch nichts von ihr gehört hast.
Sie ist jetzt hier. Weil sie jetzt im zweiten Drittel ist. Es sind 15 Wochen, nicht wahr? Oh ja, so ungefähr 15. Wir können nicht in meiner Klinik operieren, aber wenn Sie mir einen Brief geben, in dem Sie mich um Hilfe bitten, kann ich vielleicht einen Weg finden. Eine Hintertür. Dr. Reif. Welche Hintertür? Oh, ich muss erst eine finden, aber ich glaube, es geht. Außerdem möchte ich die Lage Ihrer Frau bei einer Kundgebung in Washington anlässlich des 15-jährigen Jahrestages von Roe gegen Wade erwähnen. Es ist ein ungewöhnlicher Fall, aber er dramatisiert die Situation der Frauen. Nancys Fall wird nicht in den Medien ausgeschlachtet. Aber bei allem Marty, Respekt, ich lasse Nancy nicht für die Kampagne eines anderen herhalten. Ich könnte den Fall erwähnen, ohne Ihren Namen zu nennen. Ich gehe durch keine Hintertür. Das klingt wie eine Sackgasse. Nancy braucht kein Hintertürchen. Ich verlange doch nichts Illegales. Gehen wir in einen anderen Distrikt oder Bundesstaat. Eines weiß ich ganz genau. Wenn Sie vor Gericht gehen, werden Sie verlieren. Das habe ich schon mal gehört. Wenn Sie verlieren, ist das nicht einfach eine Niederlage. Sie fügen der Frauenrechtsbewegung großen Schaden zu. Jede Gesetzeslücke, die Sie finden können... Was ist mit der Publicity? Gehen Sie vor Gericht, gibt es mehr Publicity, als Ihnen lieb ist. Ach, und es gibt keine Publicity, wenn wir Ihre Hintertür benutzen. Gehen Sie vor Gericht, kostet es Sie ein Vermögen und wir werden alle verlieren. Wenn Sie eine Frau in so einem Fall nicht aufhalten können, werden die Recht-auf-Leben-Befürworter mit aller Macht vorgehen. Sie haben keine medizinischen Gutachten. Niemand aus diesem Krankenhaus wird Ihnen eine entsprechende... Es tut mir leid. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Die Antwort ist nein. Oh. Dr. Reitman. Ich... Dr. Reitman. Marty! Marty! Was machen wir, wenn wir vor Gericht verlieren? Nancy ist gezeichnet. Kein anderes Krankenhaus wird sie mehr nehmen. Wie kann uns Thompson dann doch helfen? Anne, tut mir leid. Wer weiß, wer dieser Hintertürarzt überhaupt ist? Wie erfahren wir etwas über ihn? Dies ist eine Familienangelegenheit. Ich möchte nicht, dass Nancys Name bei jeder Kundgebung ertönt. Marty, ich bin Ihre Mutter. Sie ist meine Frau. Tut mir leid. Vielen Dank. Oh nein, das habe ich mir zuliebe gemacht. Das können Sie mir glauben. Es ist sehr nett von Ihnen, extra hierher zu kommen, mir zu danken und angenehm, Sie kennenzulernen. Aber ich tat das um meinetwillen. Es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Darf ich fragen, was Sie als nächstes planen? Ich erwirke einen Gerichtsbeschluss. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Vielleicht geben Sie mir noch eine Chance. Ich versichere Ihnen, diesmal engagiere ich mich mehr. Ich weiß, ich bin im Recht, aber Gerichte lassen sich immer gern von Präzedenzfällen beeindrucken, falls es welche gibt. Ruth hat mir gesagt, dass Sie an Anwälte herangetreten sind, die eine Menge Geld verlangen. Ich glaube, ich könnte einen alten Freund von mir dazu überreden, sich der Sache in meinem Sinne anzunehmen. Zu unser beider Zufriedenheit. Wir haben einander schon oft geholfen. Sein Name ist Herb Weisfeld. Und falls Sie gewinnen, besorge ich Ihnen den einzigen Arzt, dem ich bei einer Abtreibung in diesem späten Stadium vertraue. Der sollte Ihr Geld bekommen. Ja, natürlich. Sagen Sie bitte, geht es an alle Abteilungen? Ja, ja. Antrag von Martin Klein über die Vormundschaft von Nancy Klein. Wie bereits erwähnt, die Angelegenheit ist sehr dringlich. Wir würden eine schnelle Anhörung begrüßen. Natürlich, Mr. Weisfeld. Der Richter wird den Staatsanwalt und den Generalstaatsanwalt in dieser Sache hinzuziehen. Ich sehe, Sie wollen das Kind töten.
Ellen, glaubst du, der Kaffee reicht? Ja, wir können immer noch mehr machen. Gut. So viel zur Privatsphäre. Was? Oh, meine Güte. Abtreibungsfall, eine tragische Wendung. Liebe Nancy, wenn dein Leben wieder in Ordnung kommt, und das wird es, wird dir die Liebe von Marty erst bewusst werden. Eure Liebe, die von vielen Fremden wie mir geteilt wird, hat mir meinen Glauben zurückgegeben. Vertraut auf Gott. Oh, da ist ja Geld drin. Lieber Martin, Sie durchleben eine schlimme Zeit. Trinken Sie einen auf mich, einen guten Schluck. Sieh dir das an, eine 5-Dollar-Note. Selbstverständlich ist dies ein öffentlicher Gerichtssaal. Aber es müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. Im Wesentlichen sind es die Regeln der Höflichkeit und des Respekts. Dies ist ein Ort der Rechtsprechung. Es ist kein Forum für unangebrachte Demonstrationen oder eigene Wertvorstellungen. Halten wir uns vor Augen, dass dies eine sehr emotionale und traumatische Erfahrung für den Bittsteller ist und für die Eltern von Nancy Klein. Mit 16 Wochen ist ein Fötus nicht lebensfähig. Die Lebensfähigkeit des Fötus bezieht sich natürlich auf ein Leben außerhalb des Mutterleibs. Gerichte haben verfügt, dass ein nicht lebensfähiger Fötus keine Person ist und keine Rechte als Person hat. Wäre Nancy Klein gesund und hätte die Schwangerschaft unterbrechen wollen, egal aus welchen Gründen, wäre es eine Privatangelegenheit zwischen ihr und ihrem Arzt. Und in keiner Weise hätte sich der Staat eingemischt. Um was wir hier bitten ist, dass Martin Klein anstelle seiner Frau ihre verfassungsmäßigen Rechte ausüben darf, damit er die Zustimmung für einen Schwangerschaftsabbruch geben kann, um ihr Leben zu retten. Wir haben 2 neue Gesuche. Das erste ist die Petition von Charles Davis. Ist Mr. Davis anwesend? John Gardner, 642 Sloane Street, New York, New York. Miss Gardner. Euer Ehren, dies ist ein Gesuch, um Mr. Klein inkompetent zu erklären und Charles Davis als Vormund zu ernennen. Das ist doch ein Scherz. Schon gut. Wir vertreten die Ansicht, dass ein Fremder als Vormund eher geeignet wäre als ein Verwandter, der möglicherweise in einen Interessenkonflikt geraten könnte. Wir werden Ihre Argumentation zu gegebener Zeit anhören. Gibt es noch weitere Gesuche? Ich habe es ja gleich gesagt. Alan Stevenson, ich vertrete Thomas Miller. Mr. Miller stellt den Antrag, Vormund des Fötus zu werden. Wir glauben, dass es hier vor Gericht nur um eine Frage gehen kann. Was ist das Beste für den Patienten oder unserer Ansicht nach die Patienten? Plural. Das ist doch ein Witz. Euer Ehren, der Staatsanwalt verzichtet auf eine einleitende Erklärung. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt schließt sich an. Ich unterbreche die Sitzung für 10 Minuten.
Das begreife ich nicht. Wieso können Sie einfach herkommen und ein Gesuch... Keine Aufregung, das dürfen Sie. Sie können die Vormundschaft über meine Frau, unser Kind, beantragen? Sie haben das Recht. Kann jemand seine Rechte allein nicht länger ausüben, kann ein anderer vor Gericht den Antrag auf Vormundschaft stellen, sich um dessen Angelegenheiten kümmern. Aber doch nur ein Freund. Kennen Sie diese Leute? Ich kenne sie nicht. Wer sind diese Menschen? Das sind die hohen Tiere in der hiesigen Recht-auf-Leben-Bewegung. Sie könnten alles verzögern, nicht wahr? Uns aufhalten. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? 8 Wochen, bis wir etwas unternehmen dürfen, selbst wenn wir gewinnen? Das ist richtig. Es liegt bei der Richterin, ob sie meine Klagebefugnis erteilt. Die häufigste Ursache der Müttersterblichkeit in den Vereinigten Staaten ist die Lungenembolie, Blutgerinnsel in der Lunge. Was vermehrt hier die Gefahr eines Blutgerinnsels? Sie kann nicht gehen. Sie liegt im Bett. Schwestern drehen sie von einer Seite auf die andere. Ihre Hände und Füße sind geschient. Sie hat absolut keinerlei Bewegung. Und Blutgerinnsel sind nur eine mögliche Komplikation. Dr. Cannon, Sie sagten zu Beginn, es existiere sehr wenig Literatur über das Trauma und den vegetativen Zustand während der Schwangerschaft. Letzte Woche ging ich gründlich alle hierzu existierende Literatur durch. Es gibt nur 2 aktenkundige Fälle über Frauen im Koma, die ein Kind zur Welt brachten. In beiden Fällen überlebten die Babys. In beiden Fällen starben die Mütter. Einer der Neurologen sagt in einer Notiz, ich kann nicht voraussagen, wie groß ihre Funktionsfähigkeit sein wird. Natürlich kann er das nicht, auch nicht die medizinische Wissenschaft, ebenso wenig wie ich. Aber was ich gern möchte, ist, dass jeder nur mögliche Stress vom Körper Nancys ferngehalten wird, um ihr die besten Chancen für eine Heilung zu gewährleisten. Hier geht es um Leben, nicht um Abtreibung. Es geht um das Leben dieser Patientin. Ihr Brief, zusammen mit Mr. Kleins Petition zu den Akten genommen, in dem Sie die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch nennen, war datiert auf den 13. Oktober. Hatten Sie Mrs. Klein zu diesem Zeitpunkt bereits persönlich untersucht? Nein. Wann haben Sie sie untersucht? Am 16. Oktober. Als Sie sich Ihre Meinung bildeten, hatten Sie sie folglich selbst noch nicht untersucht. Ist das richtig? Das ist richtig. Herr Doktor, würden Sie dem Gericht bitte mitteilen, welche Technik Sie vorschlagen für eine Abtreibung in der 16. Woche, dem 2. Trimenon-Stadium einer Schwangerschaft? Durch Dilatation in der Nacht davor, veranlasst durch Laminaria, die den Gebärmutterhals enthärtet. Und was beinhaltet dieser Vorgang? Das Einführen von Laminaria verursacht eine Ausdehnung des Gebärmutterhalses. Können Sie das näher erläutern? Laminaria sind sterile Teilchen von Seetang, wie Stifte. Durch die Feuchtigkeit im Gebärmutterhals dehnen sie sich aus und verursachen Dilatation. Wie würde der Fötus entfernt werden? Manuell. Bestehen irgendwelche Gefahren für eine Frau in Mrs. Kleins Verfassung? Es gibt Risiken, aber meiner Ansicht nach sind sie geringer als das Fortsetzen dieser Schwangerschaft. Hoffen wir das Beste. Oh, vielen Dank. Das reicht, danke. Bitte, kann ich bei den Löffeln. Ich weiß überhaupt nicht. Nein, das will ich. Guten Tag. Ich weiß nicht mehr, wie wir ihm helfen können. Entschuldigt mich. Hier ist die Telefonnummer des Arztes, von dem ich gesprochen habe. Er erwartet Ihren Anruf. Brauche ich nicht seinen Namen? Nein, Sie nennen nur Ihren Namen und fragen nach dem Arzt. Ist das nicht verfrüht? Ich kann morgen leider nicht hier sein. Oh. Haben Sie vielen Dank. Sie waren heute sehr beeindruckend. Was auch immer geschieht, Sie hatten recht. Diese Schwangerschaft sollte beendet werden. Danke. Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Es wird gut. Sie erklärten, Mr. Kleins Anwalt, käme es zu Komplikationen, könnte die Schwangerschaft Ihrer Ansicht nach Mrs. Kleins Gesundheit gefährden. Ja. Können Sie mit Sicherheit sagen, dass es zu diesen Komplikationen kommen wird? Nein. Mrs. Zasselman,
Ihre Tochter und Ihr Schwiegersohn waren sehr glücklich über die Schwangerschaft, richtig? Ja. Haben Sie jemals mit dem medizinischen Krankenhauspersonal darüber gesprochen, ob Sie ihnen ein gesundes Kind versprechen können? Nein. Sie verlangten nie eine Garantie, dass das Baby hundertprozentig gesund ist? Nein. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir werden uns bis morgen früh 9.30 Uhr vertagen. Dann werden wir die Zeugen des Staatsanwalts hören. Und erneut die Gesuche aufgreifen von Mr. Davis als Vormund für Mrs. Klein und Mr. Miller als Vormund für den Fötus. Lasst uns gehen. Kommt. Sie wissen, es ist nur zu Ihrem Besten. Verzeihung. Ja. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Sieh dir Großpapa Fred an, er ist Eure König, er ist König. Oh, sieht das nicht hübsch aus. Danke. Schau nur, wer da ist. Ich komme zu spät. Du bist der Prinz, du bist der Prinz. Natürlich. Ich muss nur zu Herb. Du bist der Prinz. Ich bin der Prinz. Danke, Herzchen. Ich bin gleich wieder zurück. Okay? Danke. Okay. Und was spielen wir jetzt? Wir sind auf allen Kanälen. Jemand namens Tracy Jordan möchte, dass du in ihrer TV-Show zum Thema Abtreibung auftrittst. Ja. Sie hinterließ ihre Nummer. London rief an, BBC möchte ein Interview. Dies da, lies das mal. Wunderheiler aus Malaysia. Er schreibt, er wäre glücklich, Nancy zu sehen, wenn du ihm $2000 für das Ticket schickst. Du würdest es auch scheußlich finden. Jeder Zentimeter deines Körpers wird genau beschrieben und analysiert. Jeder Schlauch, der in dir steckt und wieder herausführt. Sie wollen der Richterin alle schillernden Details vermitteln, damit sie sich eine genaue Vorstellung über deinen Zustand machen kann. Weißt du, dass ich bei dir bin? Nancy. Darf ich mit meinem Zeugen fortfahren, Euer Ehren? Sie dürfen. Dr. Casey, was ist Ihr Beruf? Ich bin Arzt und Chirurg, spezialisiert in Geburtshilfe und Gynäkologie. Nachdem Sie Mrs. Klein untersucht haben, welche Auswirkungen hat die Schwangerschaft Ihrer Meinung nach auf die Gesundheit von Mrs. Klein? Die Schwangerschaft hat zum jetzigen Zeitpunkt keine negativen Einflüsse auf die Gesundheit der Patientin. Und welche Art wären die Gefahren und Risiken bei dieser Methode der Abtreibung? Die Gefahr starker Blutung. Die Gefahr, Teile des Fötus im Inneren zu belassen. Die Vorgehensweise beinhaltet im Wesentlichen die Zerstörung des Fötus. Dr. Dortner, ich möchte Ihnen eine Aussage von Archie Cannon vorlesen. Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie am Scribner College für Medizin. Ich glaube mit einem Grad an medizinischer Sicherheit, dass die Schwangerschaft von Mrs. Klein eine lebensbedrohliche Situation darstellt und dass ein Schwangerschaftsabbruch zum jetzigen Zeitpunkt angebracht wäre. Doktor, stimmen Sie dieser Aussage zu oder nicht? Ich stimme nicht zu. Würden Sie uns mitteilen, aus welchem Grund? Es ist meine Meinung, dass sie zunehmend gefährdet ist aufgrund unterschiedlichster Komplikationen. Aber die Schwangerschaft selbst ist nicht lebensbedrohlich. Schwangerschaftsabbruch ist nicht gleichbedeutend mit dem Nichtüberleben des Fötus. Wir vertreten die Ansicht, dass es nicht zur Debatte steht, ob die Schwangerschaft abgebrochen wird,
sondern uns stellt sich die Frage, wann die Schwangerschaft unterbrochen wird und wie diese erfolgen kann, damit beide überleben, Mutter und Kind. Die gestrige Aussage hat ergeben, dass Mrs. Klein die Schwangerschaft genau plante. Und sie wollte diese Schwangerschaft zum Zeitpunkt des Unfalls fortsetzen. Man kann Mrs. Klein nicht die Entscheidung eines anderen in den Mund legen. Mr. Klein möchte die Schwangerschaft unterbrechen. Auf eine Art und Weise, die zum Tode des Babys führt. Das ist nicht Mrs. Klein Wunsch. Möchte euer Ehren dazu den Generalstaatsanwalt hören? Ja. Der Rechtsbeistand von Mr. Davies argumentiert, das Gericht solle berücksichtigen, dass Mrs. Klein die Schwangerschaft wollte und aufgrund dieses anfänglichen Wunsches sie diese auch unter den jetzigen Umständen fortsetzen würde. Ich glaube, der Trugschluss des Arguments ist offensichtlich. Es sind die verfassungsmäßigen Rechte und Interessen von Nancy Klein, um die es in diesem Verfahren geht, wie man sie am besten schützen und ausüben kann. Thomas Miller hat absolut keine Verbindung zu dieser Familie oder zu diesem Fall, der ihm einen Sonderstatus als Vormund einräumen würde. Aus seinen Unterlagen geht eindeutig hervor, dass er nur aus dem Grund interveniert, um eine bestimmte philosophische oder rechtliche Position zu verfechten. Ich bezahle die Rechnung. Danke. Bitteschön. Entschuldigung, ich bin Tracy Jordan. Vielleicht erinnern Sie sich, ich rief Sie gestern an. Es ging um die Podiumsdiskussion über Abtreibung. Danke. Bitteschön. Und? Miss Jordan, es mag sich seltsam anhören, aber ich habe keine Meinung zum Thema Abtreibung. Wir sind lediglich eine Familie. Ich bin kein Anwalt oder sowas. Es wird im gesamten Sendebereich ausgestrahlt. Sagen Sie einfach, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Im Moment möchte ich einzig und allein die gerichtliche Frage klären. Danke. Hier ist meine Nummer, falls Sie es sich noch überlegen. Danke. Soweit es Mr. Millers Gesuch betrifft, als Vormund des Fötus ernannt zu werden, erfolgte ein eindeutiger Rechtsspruch im Fall Roe gegen Wade, dass ein Fötus mit weniger als 24 Wochen keine Person ist und daher kein Schutz gemäß dem 14. Zusatzartikel erforderlich ist. Damit ist das Gesuch verfrüht und es stellt sich nicht länger die Frage, welcher Vormund die geeignete Wahl wäre. Bezüglich des Gesuchs von Mr. Davies als gesetzlicher Vormund von Mrs. Klein, befindet das Gericht, dass Mr. Davies keine Klagebefugnis in dieser Angelegenheit hat und sein Antrag wird abgelehnt. In Anbetracht, dass der Zeitfaktor bei dieser Anhörung von entscheidender Bedeutung ist, müssen alle Schriftsätze zu Rechtsfragen bis morgen Nachmittag bei mir vorliegen. Nach sorgfältiger Prüfung werde ich meine Entscheidung so schnell wie möglich bekannt geben. Das Gericht vertagt sich. Entschuldigen Sie. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie sehr ich mit Ihnen und Ihrer Familie mitfühle. Oh, danke. Ich bin eine absolute Gegnerin der Abtreibung, aber ich fühle ganz stark mit Ihnen. Oh. Oh. Ja, guten Abend. Ich bin Martin Klein. Kann ich bitte den Doktor sprechen? Einen Moment, bitte. Mr. Klein, ich habe Ihren Anruf erwartet. Wie stehen die Dinge? Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber Dr. Cannon schlug vor, dass ich Sie anrufe, weil bis Montag eine Entscheidung vorliegen könnte, so oder so. Wenn Sie es wissen, nehmen Sie Kontakt auf zur Gynäkologin Dr. Kay, die mich verständigen wird, und treffen Sie Vorbereitungen im Krankenhaus. Ich rufe Sie und sie ruft Sie an? Denken Sie nicht, dass ich zu feige bin, Ihnen meinen Namen zu nennen. Ich praktiziere dieses Verfahren beinahe täglich. Das ist mein Beruf. Aber in diesem Fall hat mich meine Familie versucht zu überreden, es nicht zu übernehmen. Das übliche Geklatsche. Druck von außen auf mich und meine Familie. Ich verstehe und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Viel Glück. Ich werde warten. Thank you.
Marty. Psst. Hörbrief, Anne erwartet dich morgen um 8.30 Uhr im Gericht. Weißt du was? Falls wir gewinnen. Davis und Miller haben Berufungsklage eingereicht. Wie können sie Berufung einlegen? Es gibt noch kein Urteil. Es ist noch verfrüht, da die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts erst am späten Nachmittag vorliegen wird. Aber... Euer Ehren, es ist nicht nur verfrüht, es ist einfach grotesk. Sie wissen, dass Ihre Klage in der ersten Instanz abgewiesen wurde. Die Entscheidung des untersten Gerichtshofes wird heute Mittag weitergeleitet. Also, sollten Sie sagen, dass sobald die Entscheidung zu Ihren Gunsten vorliegt, Sie sofort mit der Abtreibung beginnen, werde ich eine vorübergehende Aussetzung des Beschlusses erwirken, und zwar gleich. Falls Sie jedoch zustimmen, nicht unmittelbar vorzugehen, lasse ich Sie um 2 Uhr in den Gerichtssaal kommen. Ich werde die Fakten durchgehen und Ihnen danach mitteilen, ob ich eine Aussetzung der Anhörung vor dem Berufungsgericht erwirke. Da kommt Mr. Der. Klein! Schneller die Kamera los! Mr. Klein! Wie geht's Ihnen? Bitte, Mr. Klein! Gestützt auf kompetente medizinische Aussagen und Berichten befindet das Gericht, dass Nancy Klein der Kommunikation unfähig ist und wird für nicht entscheidungsfähig erklärt. Ebenfalls auf glaubwürdige und überzeugende medizinische Aussagen basierend, befindet das Gericht, dass zu diesem Zeitpunkt eine Abtreibung nicht medizinisch notwendig ist, um das Leben von Nancy Klein zu retten. Jedoch hat Nancy Klein, die im Koma liegt und ungefähr in der 17. Woche schwanger ist, die gleichen verfassungsmäßigen Rechte wie jede andere gesunde, in der 17. Woche schwangere Frau. Und deshalb bestimmt das Gericht Martin Klein zum Vormund von Nancy Klein. Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das Gericht bemerkt, dass unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden schwerwiegenden Kopfverletzungen und der unstrittigen medizinischen Aussagen über die hohen Risiken für Nancy Kleins Leben durch diese bedenkliche Art des Abtreibungseingriffs die Verantwortung des Vormundes tragisch ist. Das Gericht vertagt sich. Vielen Dank. Gott sei Dank. Ach, ich freue mich über den Mann. Okay. Sie gehen in Berufung. Heute Nachmittag gehen Sie in Berufung. Wir schaffen das. Euer Ehren, ich bin mir der Feinheiten dieses Falles durchaus bewusst. Jedoch sind die Gesuche von Mr. Miller und Mr. Davis ein Schlag ins Gesicht der verfassungsmäßigen Doktrin. Und falls stattgegeben, verletzen sie die bürgerlichen Freiheiten von Nancy Klein. Es ist das verfassungsmäßige Recht einer Frau, Kinder zu zeugen und zu gebären und ihre Entscheidung nicht durch einen anderen aufheben zu lassen. Miss Gardner, rufen Sie Ihren Mandanten zur Ruhe. Er ist ein Fremder. Dieser Mann ist ein Fremder. Klein. Er ist mir absolut fremd! Mr. Wie könnte Klein, es überhaupt wagen, hier hereinzukommen und mir mein Leben zu ruinieren? Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie von uns? Sie kennen meine Frau nicht, Sie kennen mich nicht, Sie kennen mein Baby nicht! Was wollen Sie? Zur Ordnung! Dies ist mein Gericht, Sir! Marty, bitte. Euer Ehren, ich entschuldige mich für meinen Klienten. Die Gerichtsbarkeit wird morgen zusammenkommen, um den Fall zu beraten und eine Entscheidung zu fällen, ob eine zeitweilige Aussetzung gewährt wird. Zwischenzeitlich verfüge ich eine vorübergehende Fristverlängerung. Jetzt oh, komm her. Wir zwei durchstimmen mal die Küchenschränke. Okay. Elefant. Hallo? Ja? Ja. Ja, einen Moment bitte.
Es ist Tracy Jordan. Sie fragt, ob du aufgrund der neuen Entwicklung deine Meinung über die TV-Show geändert hast. Wenn ich nicht mit ihnen reden muss und ihnen nicht zuhören muss, dann ja. Gut. Ja. Und wann? Welche Uhrzeit? Nein, hier. Das ist angenehmer. In Ordnung, ich rufe sie an. Hallo Stan, ich bin's Marty. Ich starre die ganze Zeit auf meinen Schreibtisch. Schon was erfahren? Nein, nichts, alles noch in der Schwebe. Ich fahre in einer Stunde nach Hause, bist du mit? Das wäre großartig. Danke. Bis dann. Hallo? Martin Klein, bitte. Marty ist nicht hier. Hier ist Bradley von der Nachrichtenagentur. Ich habe die Entscheidung. Er ist da. Erzählen Sie es ihm. Ein Reporter namens Bradley erkennt das Urteil. Hallo, Mr. Bradley. Mr. Klein, ich rief bei Ihnen zu Hause an. Sie sagten mir, wo ich Sie finden kann. Hier ist das Justizurteil. Marino entschied. Aus den Akten ergibt sich eindeutig, dass diese absolut fremden Personen, was immer auch ihre Motive sein mögen, keinen Platz in dieser Familientragödie haben. Mr. Klein, geben Sie dazu einen Kommentar. Nein, kein Kommentar. Haben Sie vielen Dank. Ärztlicher Auftragsdienst? Kann ich bitte Dr. Kay sprechen? Hier ist Martin Klein. Dr. Kay ist nicht in der Praxis. Hier ist der Auftragsdienst. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Nein, die Ärztin sagte mir, dass sie ihren Pieper bei sich hätte und mein Anruf zu ihr durchgestellt würde. Tut mir leid, ich darf Sie nicht stören, es sei denn, Sie sagen mir, worum es geht. Nein, sagen Sie nur, dass Martin Klein angerufen hat, okay? Sie weiß genau, worum es geht. Sie erwartet meinen Anruf. Alles klar. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Oh, Marty! Ja. Oh, Schatz, ich freue mich so. Großmama Fran hat mir Klavierspielen beigebracht. Jetzt wird alles im Ernst? Gut. Ja, das will ich hören. Oh, Marty! Komm, Marty. Ja. Ja, genau so. Ja. Schläfst du Ariel, noch? Ariel, ich bin gleich zurück, okay? Okay, nochmal. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Hallo? Kann ich bitte mit Mr. Klein sprechen? Hier ist nochmal Bradley. Warten Sie. Das ist der Reporter Bradley. Was gibt es? Sie werden es nicht glauben. Sie gingen vors Berufungsgericht in Albany. Was? Sie zogen vors Berufungsgericht und haben eine vorläufige Aussetzung erwirkt. Stevenson ist im Krankenhaus, um Sie zu informieren. Geben Sie irgendeinen Kommentar? Nein. Was? Sie sind vors Berufungsgericht in Albany. Sie haben einen Aufschub erreicht. Stevenson ist gerade im Krankenhaus und teilt es Ihnen mit. Ich werde ihn umbringen. Nein, nein, nicht doch. Ja, doch, ja, doch, ja, doch. Schon gut. Oberster Richter, Berufungsgericht Albany, New York. Sir, ich kann diese ganze Tragödie nicht treffender formulieren, als es die heutige Ausgabe der New York Times wie folgt beschrieben hat. Was Mr. Davis und Mr. Miller beabsichtigen, ist einer gebrochenen Familie ihre Überzeugung aufzuzwingen. Sie mögen das Heiligtum des Lebens predigen, doch was sie in seinem Namen praktizieren, ist Barbarei. Hallo? Hallo, Marty. Hören Sie, ich habe Neuigkeiten. Das Berufungsgericht hat die Berufungsklage abgewiesen und weitere Anträge als akademisch abgelehnt. Ich gratuliere. Machen Sie weiter. Danke. Wir haben gewonnen. Oh, Marty! Wollen Sie es nicht durchlesen? 2 Tage lang habe ich sämtliche Risiken und Gefahren vor Gericht mit angehört. RJ vertraut Ihnen. Ich will es endlich über die Bühne bringen. Heute Abend implantieren wir die Laminaria. Der Gebärmutterhals wird erweitert. Und morgen früh
Bitte unterzeichnen Sie auch ein Einwilligungsformular für mich. Ich werde nur assistieren, aber... Im Namen der mir verliehenen Vollmacht des Obersten Gerichtshofes in New York und den Berufungsgerichten... Passen Sie gut auf Sie auf. An den beisitzenden Richter durch Boten. Dies muss zu Richter Marshall Bock. Danke. Nachrichtendienst, hier ist Bradley. Ja, Sie sind zum Obersten Gerichtshof. Ja, das Verfahren hat begonnen, aber es ist rückgängig zu machen. Dr. Reichmann in die pädiatrische Abteilung. Dr. Reichmann, bitte. Es ist alles in Ordnung. Ich bin morgen früh gegen 9 Uhr zurück. Das Krankenhaus verbreitet, dass das Verfahren rückgängig zu machen ist. Oh nein. Wenn Sie eine 10-Millionen-Dollar-Klage am Hals haben wollen. Danke. Ach, die Leute sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Abteilung Kay Ford? Kay, Richter Marshall hat die Aussetzung im Fall Klein abgelehnt. Marshall hat sie abgelehnt? Ja. In Ordnung, ich gebe die Mitteilung heraus. Ein schönes Wochenende. Du auch, bis dann. Leiten Sie das bitte weiter. Richter Scalia? Ja. Ja, Sir. Was wirst du im Fernsehen sagen? Ich weiß nicht. Ich hätte nicht zustimmen sollen. Gestern wollte ich es noch herausschreien, es die ganze Welt wissen lassen. Man sagte mir, dass Stevenson ein feiner Mann ist. Ein hervorragender Anwalt, hat seine Karriere sausen lassen, um diesen Fall anzunehmen. Kreuzritter waren auch alle feine Männer, die durch Europa galoppierten und jeden umbrachten, der nicht ihrer Meinung war. Ja. Trotz allem sind wir immer noch da, wo wir angefangen haben. Niemand scheint zu wissen, wie es Nancy gehen wird. Was ist mit dem Gesuch an Scalia? Ich weiß von keinem Gesuch an Richter Scalia. Wir wissen, dass Sie nach Marshalls Ablehnung an Scalia herantraten. Ich schlage vor, Sie fragen Ihren Informanten, bei dem das Gesuch hinterlegt wurde. Wir haben schon seit Stunden geschlossen. Ich werde das überprüfen. Sicherheitsdienst. Der Reporter rief wegen eines Briefes an Richter Scalia an. Ist der schon weitergeleitet? Steht nichts von eilig. Es hat mir niemand gesagt, dass es dringend ist. Es ist dringend. Okay, ich bringe Sie sofort. Was ist denn das? Hey, ist das da? Und jetzt? Meine Güte, sind das viele. Mr. Klein, das Krankenhaus sagt, Sie haben angefangen. Ja. Aber es heißt, es lässt sich rückgängig machen. Nein. Was, wenn Scalia eine Aussetzung verfügt? Ihr Gesuch ging an Marshall und der hat ihn abgewiesen. Danach gingen Sie zu Scalia. Davon weiß ich nichts. Aber Sie sagen, es ist nicht rückgängig zu machen. Das sagen die Ärzte. Sie hatten bereits angefangen, als es keine Aussetzung gab. Wie fühlen Sie sich? Erschöpft. Wie denken Sie über die Rechte auf Lebensstreiter? Hat sich der Zustand Ihrer Frau gebessert? Mr. Klein, bitte antworten Sie. Mr. Klein, wir erwarten eine Stellungnahme. Das war ja nicht gerade eine erschöpfende Auskunft. Marty, wir dachten, du schaffst es nicht. Hallo, ich hatte schon Angst. Ja. Wir haben noch 10 Minuten bis zur Sendung. Was ist mit Davis?
Er spricht im ersten Teil. Wir setzen Sie drüben an den Kamin. Das wirst du nicht im Fernsehen anlassen. Nein, nein, zieh dich um, bitte. Bitte. Mr. Klein wird da drüben sitzen. Leute, wir brauchen mehr Licht. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ja, gut so, Leute. Das gefällt mir. Ja, so machen wir. Komm rein. Wir haben die Antwort. Das Gesuch wurde abgelehnt. Gut. Sie warten. Wir vertreten die Ansicht, es muss alles Erdenkliche zum Schutz der Mutter und gleichzeitig zum Erhalt des Lebens des Kindes getan werden. Und wenn sich beides nicht vereinbaren lässt? Es gibt keinen Fall, wo nicht beides vereinbar ist. Doch, den gibt es. Ja, bei Krebs im Uterus kann man nicht viel machen. Da hat das Kind keinerlei Überlebenschance. Aber wir sprechen hier über eine Frau, der es gut geht, die trotz Koma stabil ist. Das Kind wächst und entwickelt sich gut und es könnte in ungefähr einer Woche lebend geboren werden. Was passiert, wenn sie erwacht und nach ihrem Kind fragt? Es besteht für niemanden ein Grund, dem Baby den Schädel zu zertrümmern und es in Stücke zu schneiden und aus der Mutter zu saugen. Als nächsten Gast haben wir den Mann, der qualvolle persönliche Entscheidungen zu treffen hat. Wir brauchen noch mehr Licht. Nancy Kleins Ehemann. Ja, hier. Wir sind fertig. Beeil dich, steck ihm das Mikro an. Ich muss ihn noch mal kurz abpudern. Ruhe bitte. Geht aus dem Bild. Und Achtung. 5, 4, 3, 2. Guten Abend, Mr. Klein. Guten Abend. Es scheint, Mr. Davies konnte endlich seine lebhafte Fantasie vor der ganzen Nation ausbreiten. Mr. Klein, Mr. Davies und Mr. Miller glauben, dass sie beide Leben retten könnten. Das ihrer Frau und ihres Kindes. Dr. Cannon fand nur zwei Fälle, wo Frauen im Koma, im traumatischen Koma, ein Kind gebärten. Mit seinen Worten, zwei Frauen brachten zwei Babys zur Welt. Beide Mütter starben. Ich möchte nicht riskieren, dass Nancy in eine Statistik für Koma und Schwangerschaft in die Literatur eingeht. Verschiedene Ärzte vertraten die Ansicht, die Schwangerschaft bedeutet keine Gefahr für ihre Frau. Der genaue Wortlaut war keine sofortige Gefahr. Diese Definition heißt, dass sie nicht gleich morgen stirbt. Was erwartet man denn? Warten, dass Notfälle eintreten und hoffen, dass wir sie in den Griff bekommen? Und außerdem, keiner scheint zu verstehen. Man kann gar nichts tun. Es gibt keine Operation, keine Medizin. Diese wundervolle Frau liegt einfach da und muss alles von selbst machen. Sie muss sich selbst heilen. Sie braucht alle Energie für sich selbst. Sicherlich stellt niemand, der noch nie in ihrer tragischen Lage war, dies in Frage. Das machten sie. Sie stellten einfach alles in Frage. Sie hatten keine Klagebefugnis, als sie dort erschienen. Ich respektiere andere Meinungen. Aber ich habe keinen Respekt vor Ereiferern, die mein Haus niederbrennen, im sprichwörtlichen wie im übertragenen Sinne. Sie haben ein Feuer in unserem Leben entfacht, das uns einfach zur Hölle gemacht. Ich traf eine Entscheidung. Ich muss damit leben. Ich bin nicht gefühllos. Es ist mein Kind. Aber wenn wir vor Gericht verloren hätten, und Nancy wäre gezwungen worden, das Kind zur Welt zu bringen. Und gestorben. Wäre ich ein Mörder. Zwei bringt die Sperren auf die andere Straßenseite. Okay, Sir. Hier brauchen wir auch noch welche. Wird erledigt. Dr. Doyle.
Hallo, Sie haben schon begonnen. Es ist alles gut verlaufen. Keine Probleme. Nancy erholt sich schnell. Sie können sie bald sehen. Danke. Viel Glück. Danke. Sieht jetzt so friedvoll aus. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wir werden die Sprachreaktion, Bewegung, visuelle Stimulanz über einen langen Zeitraum verfolgen. Sie dürfen die Zeit jetzt nicht länger in Tagen oder Monaten messen, sondern in Jahren. Zeit habe ich genug. Nancy Klein liegt nicht mehr im Koma und erholt sich allmählich. Sie hat wieder mit dem Malen begonnen. Ihre größte Freude ist es, die Wochenenden mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen.